Sarah Riglewski spricht zu einem späteren Zeitpunkt. Und jetzt ist dann der nächste Bijan Kaffenberger aus Hessen Süd. Und ihm folgt Gesine Schwan für die Grundwertekommission. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, da war jetzt so schnell nicht mit zu rechnen. Die Genossin Riglewski hat mich jetzt ein bisschen eine komische Position gebracht, aber ich weiß ja, was ich sagen will. Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, was ich sagen will, weil ich täglich den öffentlichen Personennahverkehr bei mir zu Hause in der Region, in meinem Wahlkreis nutze. Und deswegen war es mir auch ein wichtiges Anliegen, heute darüber etwas zu sagen. Der Klimawandel schreitet voran, deswegen fasse ich mich auch kurz. Die Verkehrs- und Mobilitätswende ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Klimapolitik und deswegen ist es auch gut, richtig, es ist klug und es ist genau das, was wir brauchen. Ein deutschlandweites 365-Euro-Ticket. Und es ist gut, dass es in diesem Antrag steht, aber, liebe Genossinnen und Genossen, und das erlebe ich leider im Rhein-Main-Gebiet regelmäßig, es muss ein günstiger ÖPNV sein, damit er genutzt wird. Aber wenn wir doch schon in vielen Regionen an Kapazitätsengpässe kommen, ist es doch genauso wichtig, dass wir im Jahrzehnt der Investitionen die Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr auch massiv ausweiten. Und daher, das wesentliche Gesetz dafür ist das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und ich würde für die Änderung plädieren, dass wir auch hier dafür sorgen, dass künftig durch eine Berücksichtigung von Klimafreundlichkeit bei Investitionen, bei der Kosten-Nutzen-Untersuchung einfach berücksichtigt wird, dass Optionen klimafreundlich sind. Und deswegen würde ich euch sehr darum bitten, diesen Änderungsantrag, sofern er nicht übernommen wird, zu unterstützen, dass künftig klimafreundliche Investitionen in öffentlichen Personennahverkehr bevorzugt gefördert werden. Danke. Vielen Dank, Bijan. Die nächste ist Gesine Schwan.